Hallo, wir sitzen mal wieder in meiner Küche. Das bedeutet, wir werden heute ein bisschen kochen und vorbereiten. Für Wimmy und mich geht es für ein paar Tage ans Meer. Das heißt, wir haben eine Autofahrt vor uns und da versuche ich vorher immer so ein bisschen dafür zu sorgen, dass wir coole Snacks da haben, irgendwas, an dem er so ein bisschen knabbern kann. Meistens erzählt er ein bisschen mit mir, dann schläft er ein bisschen und wenn er dann wach wird, hat er Hunger. Und da versuche ich immer so ein bisschen eine Auswahl da zu haben an Sachen, die lecker sind, aber die auch gesund sind im Idealfall, die irgendwas drin haben, was er gerne isst, aber auch die gut für ihn sind. Das ist in dem Alter gar nicht so einfach. Ich habe auf jeden Fall immer fertige Snacks dabei, also sowas wie Bananenchips, die hier sind, gefriergetrocknet von Koro, kann ich sehr empfehlen, weil die nicht so wie klassische Bananenchips so hart sind, sondern knusprig. Vollmond, großartig, ne? Die sind knusprig, aber nicht hart. Die isst Bimi sehr, sehr gerne. Und dann haben wir auch immer die Sauerkirschen neuerdings dabei. Die sehen so ein bisschen aus wie übergroße Rosinen, schmecken sehr kirschig und süß, mag er gerne. Unten habe ich auch noch ein paar Rosinen drin, einfach weil er die so ein bisschen wie Gummibärchen snackt. Und was auch sehr gut geht, sind diese Edamame-Bohnen. Nicht immer, aber gerade wenn er eher Lust hat auf was Salziges, gehen die sehr gut. Ich mache aber zusätzlich auch immer so ein paar Sachen, die er so in der Hand gut halten kann, die er auch hinten im Auto gut essen kann. Und eine Sache mache ich heute, die wir dann essen könnten, wenn wir eine Pause machen oder dann eben abends zum Abendbrot. Das wird ja nicht schlecht. Und ich dachte, vielleicht ist das was ihr auch gebrauchen könnt, so eine kleine Inspiration. Wir machen heute Gemüsepuffer. Wir machen eine Art Müsli-Riegel und so eine Art Kuchenbällchen. Ihr werdet dann sehen, was es ist. Und ich würde sagen, wir starten mal mit den Gemüsepuffern. Los geht's, wie gesagt, mit Gemüsepuffer. Die finde ich immer ganz praktisch, weil man da ganz gut auch Gemüse verstecken kann, das die Mäuse eigentlich nicht so gerne essen, aber was ganz gut für sie ist. Und für uns funktioniert das sehr gut, weil er es anfassen kann. Und gerade wenn wir unterwegs sind, dann mag er das ganz gerne. Wenn wir an die Raststätte fahren, hole ich die Dinger raus. Da könnt ihr auch Dips zumachen und so weiter, je nachdem, was eure Mäuse gerne mögen. Und die sind wirklich super, super easy gemacht. In meinem Fall brauchen wir Kartoffeln. Ich habe hier so 5 bis 6 Stück, je nachdem, wie groß sie sind. Und die raspel ich klein. Ihr seht schon, die macht dann so ein bisschen Flüssigkeit. Die werde ich gleich noch absieben, weil das sonst ein bisschen zu flüssig wird für den Teig. Und dann nehme ich gerne noch Möhren und Zucchini, verstecke ich immer so ein bisschen drin. Das sind so 3 bis 4 Möhren und das ist so eine halbe Zucchini. Mehr kann ich persönlich nicht reinschmuggeln. Ihr könnt natürlich auch anderes Gemüse nehmen, wenn ihr sagt, oh, mein Kind steht total, keine Ahnung, auf Fenchel oder irgendwas. Dann könnt ihr natürlich auch solches Gemüse nehmen, klein raspeln. Eigentlich geht alles, aber diese Technik funktioniert bei uns jetzt so am besten. Zum Binden des Ganzen braucht ihr Eier und ihr braucht Mehl so ein bisschen. So 1 bis 2 Esslöffel, da müsst ihr mal gucken, wie flüssig oder fest euer Teig ist, was ihr da gerne habt. Und dann braucht ihr natürlich Gewürze. Ich persönlich würze vor allem mit Salz und ein kleines bisschen Knoblauch. Pfeffer mag Wimmy überhaupt nicht. Wenn der in irgendeiner Form Pfeffer schmeckt, ist es sofort vorbei. Das heißt, ich lasse das raus. Wenn euer Kind so ein bisschen Pfeffer toleriert, könnt ihr auch so ein bisschen Pfeffer damit reinmachen für Würze. Aber ich halte es so einfach und simpel wie möglich, weil ich dann sicherer bin, dass Wimmy das tatsächlich auch isst. Und das Ganze verarbeiten wir zu einem Teig. Wie gesagt, zuallererst nehme ich mir das Gemüse und siebe das ein bisschen, damit die Flüssigkeit raus ist. Und dann gibt's einen Teig. Super easy, geht wirklich schnell. Ich fülle das Ganze einfach in meinen Sieb und dann drücke ich mit dem Löffel so ein kleines bisschen die Feuchtigkeit raus. Manchmal kommt da wahnsinnig viel raus, manchmal nicht so viel. Geht auch nicht darum, dass ihr das super trocken drückt, aber so ein bisschen muss da auf jeden Fall raus, damit man am Ende auch wirklich einen Teig machen kann. So, das war tatsächlich jetzt schon das Schwierigste an der ganzen Sache, das Gemüse klein raspeln und die Flüssigkeit rausmachen, vermengen. Jetzt machen wir wirklich nur noch einen Teig draus. Ihr schnappt euch eure Eier und dann rührt ihr die erstmal rein und guckt mal, wie die Konsistenz ist. Und je nachdem, ob der Teig zu flüssig ist oder nicht, könnt ihr ein bisschen Mehl dazugeben oder nicht. Ihr könnt natürlich auch, wenn euer Kind zum Beispiel kein Mehl verträgt, da Mandelmehl reinmachen. Das funktioniert auch sehr gut. Für Wimmy nehme ich lieber normales Mehl. Ich weiß nicht, ob ihr den Kaffeeklatsch gesehen habt, aber man kann ja auch sich eine Unverträglichkeit gerade beim Mehl ranzüchten, wenn die Darmzotten nicht mehr ganz dazu in der Lage sind, das zu verarbeiten, weil sie es zu wenig bekommen haben, kann man sowas auch entwickeln. Deswegen achte ich auch, wenn ich anders esse, immer darauf, dass Wimmy trotzdem Mehl und Nudeln und Kartoffeln und sowas isst. Genau, deswegen nehme ich an der Stelle für ihn immer Mehl. Meine Konsistenz ist jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen flüssig. Das heißt, ich gebe auf jeden Fall
erstmal einen Esslöffel Mehl rein. Macht es wirklich absolut davon abhängig, welche Konsistenz euer Teig hat. Ganz oft hält man sich an solche Rezepte und denkt, hä, wieso sieht das bei mir so anders aus? Wenn ihr merkt, euer Teig ist so flüssig, könnt ihr auch 3 Esslöffel Mehl reingeben, scheißegal. Hauptsache, ihr habt am Ende eine Art Teig, mit dem ihr arbeiten könnt. So, und jetzt müsst ihr das Ganze nur noch würzen. In meinem Fall mache ich wirklich nur Salz und Knoblauch. Ihr könnt aber, wenn euer Kind auch andere Gewürze gerne mag, auch andere Gewürze nehmen. Wenn ihr nicht wisst, was euer Kind gerne mag, dann startet erstmal simpel, so simpel wie möglich und guckt mal, was ihr so reinschmuggeln könnt an Geschmäckern. Ich taste mich da immer langsam ran, weil das für Wimmy einfach am besten funktioniert. Aber Wimmy ist ja auch nicht der Nabel der Welt. Das heißt, ihr kennt euer Kind am besten. Das heißt, ihr wisst auch, mit welchen Gewürzen ihr das erfreuen könnt. Ihr ahnt es, dann sind ja Puffer, die müssen jetzt auch einmal gebraten werden. Einfach in eine Pfanne, ein bisschen Öl, guckt da auch, dass ihr gutes Öl nehmt, einfach mal anbraten, wie einen ganz normalen Kartoffelpuffer letztendlich. Und dann seid ihr auch schon fertig. Ich achte mal ein bisschen darauf, dass ich die nicht zu groß mache, dass sie wirklich Fingerfood bleiben, also allerhöchstens so groß. Und da kann man die auch wunderbar in der Tupperdose packen und mitnehmen. Und das machen wir jetzt mal. Wenn ihr eine beschichtete Pfanne habt, braucht ihr gar kein Öl. Wenn ihr so eine schlechte Pfanne habt wie ich, braucht ihr ein bisschen Öl. Ihr könnt natürlich das Ganze dann auch mit dem Küchentuch ein bisschen abtupfen, dass es nicht ganz so fettig ist. Lasst euch beim Braten auf jeden Fall genug Zeit. Macht es nicht zu heiß, auch wenn ihr ungeduldig seid. Hier Team ungeduldig, ich weiß, wovon ich rede. Macht es am besten auf mittlere Hitze und wendet das Ding ein paar Mal. Denn es ist ja rohes Gemüse drin und damit das wirklich auch durch ist und die Kinder nicht einmal reinbeißen und sagen, schmeckt mir nicht, sondern damit es wirklich durch ist, braucht ihr einen kleinen Moment. Also wirklich... Ich wende, glaube ich, 2 oder 3 Mal und lasse es jedes Mal auch gut durchbacken. Nicht so, dass es dunkelbraun ist, das mag Wimmy auch nicht, anders als seine Mama. Aber so, dass auf jeden Fall ich sicher bin, dass das Gemüse durch ist und er es dementsprechend auch gut verträgt. Und so sehen die dann am Ende aus. Ihr könnt die natürlich auch kleiner machen oder größer machen, je nachdem, wie eure Kinder so drauf sind. Wenn ihr die im Grunde halb so groß macht, dann könnt ihr die auch einfach wirklich nur mit der Hand nehmen. Wimmy mag so eine Größe, der bricht sich das mal in der Mitte durch und tunkt dann einen in den Dip. Dip könnt ihr auch machen, was ihr wollt. Bei uns funktioniert sehr gut einfach Avocado klein gematscht mit ein bisschen Salz drin. Oder was auch gut gehen könnte, wäre eine Art Mayonnaise. Wir haben so eine vegane Mayonnaise, die ich sehr mag, die Wimmy auch sehr gerne isst. Ketchup, was auch immer eure Kinder mögen, was auch immer ihr ihnen geben wollt. Man kann die aber auch genauso essen, wenn man keine Manscherei will. Dann ist das, glaube ich, auch ganz nett. Ich finde, die sind jetzt in Ordnung. Ich lasse die jetzt einfach so auskühlen. Dann packe ich die in die Tupperdose und bin bereit für die Fahrt. Weiter geht's mit unseren Apfelmus-Müsli-Riegeln. Ich habe einfach ein bisschen hin und her gespielt mit Zutaten, weil Wimmy so ein unfassbar großer Apfelmus-Fan ist. Und ich dachte, vielleicht kann man irgendwie ein bisschen rumrühren und daraus Müsli-Riegel machen, einfach um so ein bisschen mehr was mit Substanz zu haben und vor allem was, was er im Auto in der Hand haben kann. Ihr werdet damit so ein bisschen Krümelei haben. Wenn ihr das gar nicht mögt, ist das nichts für euch. Ich persönlich gehe davon aus, wenn mein Kind hinten sitzt und futtert, dass da auch mal was runterfällt. Von daher stört mich das nicht, aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Und dafür braucht ihr auch wieder nicht viel und es ist super, super einfach gemacht. Ihr braucht Haferflocken, ihr braucht Apfelmus, logisch. Zum Süßen nehme ich gerne Ahornsirup. Ihr könnt aber auch Agavendicksaft nehmen, Honig, was immer ihr mögt. Ich finde Ahornsirup am besten. Das sind so die Grundzutaten und dann könnt ihr im Grunde noch anpassen. Also was ich auch gerne mal mache, ist ein bisschen Chiasamen reintun oder ihr könnt Zimt mit reintun oder einfach, ja, Gewürze, Kardamom vielleicht auch, wenn euer Kind sowas mag. Einfach so ein bisschen variieren, aber das Grundrezept sind im Grunde nur die 3 Zutaten und dann könnt ihr gucken, worauf ihr so Bock habt und die rühre ich einfach nur zusammen und packe die in eine Auflaufform. Tatsächlich, um mir ein bisschen Arbeit und Abspülarbeit zu sparen, nehme ich mir einfach nur die Auflaufform und rühre da drin den Quatsch zusammen und dann kommt das in den Ofen. Hat die Frau Thebe eventuell gerade gesagt, dass sie sich Abspülarbeit spart, indem sie in der Auflaufform selbst schon anrührt, hat dann aber die zu große genommen, statt die richtige Größe. Wir ignorieren das einfach, okay? Einfach ignorieren.
Das Schöne ist, dass durch das Apfelmus das alles natürlich schon schön süß ist und man nur nachsüßt mit so ein bisschen Agavendicksaft oder Ahornsirup oder wie auch immer. Probiert auf jeden Fall. Für manche Kinder ist es vielleicht auch fein, wenn da gar keine extra Süßung sozusagen drin ist. Für mich mag auf jeden Fall, wenn so ein bisschen Ahornsirup drin ist, dann gebe ich das da rein. Und dann, wie gesagt, mache ich immer so ein bisschen Chiasamen rein, weil gesund und weil es auch nochmal so ein bisschen die Konsistenz festigt. Für die Leute, die euch, die vegan leben, die wissen das, aber gerade Apfelmus oder auch Chiasamen werden ja oft benutzt als Eiersatz. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall genug Zeug dann hier drin, was die Masse zusammenhält am Ende. Wenn ich Chiasamen verwende, lasse ich das Ganze nochmal so eine Viertelstunde, 10 Minuten stehen, in der Form, so wie es ist. Und dann kommt es in den Ofen und ich backe es, bis es gut riecht. Ich packe euch alle Angaben wie immer in die Infobox. Ihr wisst, ich bin nicht so gut in Angaben für Backöfen, weil ich finde, jeder Backofen funktioniert anders. Und nur weil es bei meinem dann 10 Minuten dauert, heißt es nicht, dass es auch bei eurem 10 Minuten dauert. Also guckt auf jeden Fall, checkt ein bisschen. Aber ich mache das meistens so, dass ich so lange backe, bis es so ein kleines bisschen bräunlich wird oben. Dann sind sie fertig, rausholen, abkühlen lassen und dann könnt ihr sie schon in Riegelform schneiden. Aber erstmal kommt das Ganze lecker in den Ofen. So sehen unsere Müsli-Riegel jetzt aus. Das müsst ihr gut auskühlen lassen. Meins ist schon ganz gut ausgekühlt. Ich glaube, ein bisschen kann es noch. Und dann einfach mit dem Messer kleine Riegelchen schneiden. Ihr könnt das natürlich so in klassischer Müsli-Riegelform machen. Ihr könnt aber auch ein bisschen quadratische Sachen machen, je nachdem, was eure Kinder gerne in die Hand nehmen, wie sie essen, wie groß sie sind und so weiter. Vimi mag gerne so eine länglichen Stäbchen, sage ich mal. Die schneide ich ihm und dann passt das. Das heißt, ich werde das hier einmal halbieren und dann so längliche Stäbchen machen. Verpacken und dann geht's los. Und da sitzt die Thebe schon wieder auf dieser Küchenzeile. Warum tut sie das? Weil sie es kann. Ich weiß auch nicht, was mit mir ist. Ich sitze gerne oben. Das dritte, was wir machen, sind Kuchenbällchen. Die sind auch wieder super easy gemacht. Ihr braucht ein paar Zutaten, werft die zusammen, lasst den Teig einen Moment gehen und dann backt ihr das und fertig. Das ist so meine allerliebste Art. Auch die könnt ihr wieder so ein bisschen variieren, wie ihr mögt. Grundteig ist erstmal Mehl, Zucker, ein Päckchen Trockenhefe, Pflanzenmilch, apropos, war eh ein bisschen viel, und ein bisschen Öl und das verrühren wir zu einem Teig. Achso, wichtig ist natürlich, weil ihr Hefe benutzt, die Flüssigkeit, die ihr benutzt, ganz egal, ob das jetzt Mandelmilch ist oder Hafermilch oder was auch immer ihr benutzen mögt, die darf nicht zu kalt und nicht zu heiß sein. Versucht die so ein bisschen an Raumtemperatur, ein kleines bisschen wärmer ist ideal, zu benutzen, dann hat die Hefe auch ein bisschen was zum Arbeiten und der Teig wird viel fluffiger. Wird zusammengerührt. Oh, das ist ein schöner Sound. Mehl werfen, wenn man schwarze Sachen anhat. Immer gut. Beim Zucker könnt ihr natürlich ganz normalen Zucker nehmen, ihr könnt Rohrzucker nehmen oder Kokoszucker, was immer für eine Art Zucker ihr gerne mögt. Ihr könnt natürlich auch da den Teig einfach wieder süßen mit Agavendicksaft oder Ahornsirup oder was weiß ich. Ich benutze in dem Fall jetzt Zucker, weil ich den da habe und weil ich finde, das darf auch mal sein. Das lasse ich jetzt meistens einfach so eine halbe Stunde stehen, ein bisschen abgedeckt irgendwo, wo es schön warm ist. Und dann hat die Hefe Zeit, so ein bisschen, ja, sich zu entwickeln. Ich persönlich finde, dass der Teig so ein bisschen nach Stockbrot schmeckt, wenn das jemandem noch was sagt. Also dieses Brot, was man früher so an Stöcker gemacht hat und übers Lagerfeuer gehalten hat. Mich erinnert das ganz doll daran. Und damit könnt ihr auch wieder machen, was ihr wollt. Ihr könnt Kakao mit reinrühren für eher einen Schokoladenteig. Ihr könnt auch da wieder Zimt reinrühren. Ihr könnt Nüsse reinrühren, wenn eure Kinder das mögen. So, unser Teig ist gut gegangen. Der wirft schön Blasen. Das heißt, wir können weitermachen. Und jetzt schnappe ich mir einfach Löffelchen, zwei Stück, und versuche damit, so gut ich kann, kleine Kugeln auf dem Backblech zu formen. Bevor es in den Ofen kommt, streuse ich persönlich auf die Kügelchen so ein kleines bisschen Mandelmehl drauf, weil das dadurch so ein bisschen fast so eine marzipanige Note kriegt, wenn ihr das mögt. Vimi steht da voll drauf. Ich mag das auch sehr gerne, deswegen das so als Geheimtipp von uns an euch. So, und jetzt kommen die in den Ofen und werden gebacken bei, ich würde sagen, 180 Umluft. Und wenn sie gut riechen und so ein bisschen bräunlich werden, dann könnt ihr sie rausholen.
So, und wenn die durchgebacken sind, sind das so richtig fluffige kleine Wölkchen. Wir sagen immer Kuchenbällchen dazu. Aber es schmeckt wirklich ein bisschen wie Stockbrot. Es riecht auch wie Stockbrot. Ich liebe das sehr. Und Wimmy knabbert die gerne so weg. Ihr könnt die natürlich auch herzhaft machen. Zum Beispiel Zucker weglassen. Ein bisschen vielleicht Käse mit reinmachen oder sowas. Also auf jeden Fall ist es auch wieder ein schöner Grundteig, mit dem man viel anfangen kann. Und genauso, finde ich, ist es bei allen Rezepten so, dass man die so ein bisschen variieren kann danach, was das Kind gerade mag oder eben auch nicht. Und das mag ich persönlich gerne, weil sich das ja so schnell hin und her ändert. Immer wenn man das Gefühl hat, jetzt weiß ich, was mein Kind gerne isst, dann macht es 180-Grad-Wandlung und es ist so, wie, das magst du nicht mehr. Okay. Und von daher mag ich die Rezepte sehr gerne, weil man damit so viel anfangen kann. Ich packe euch alle Infos zum Rezept, alle Mengenangaben und so weiter wie immer in die Infobox zusammen mit den Links, wo ich meine Sachen bekommen habe. Das allermeiste ist von Koro. Nach wie vor nutze ich Koro, wie ihr wisst. Ich mag einfach total das Konzept, dass man dort Großpackungen kaufen kann, also weniger Verpackungsgedöns und so weiter und am Ende die Sachen auch bei einer sehr guten Qualität, sehr viel günstiger bekommt. Da gibt es gerade auch so Kindersnacks. Ich verlinke euch mal unsere Liebsten da auch in der Infobox, die ich am Anfang ja auch schon so ein bisschen angeteasert habe und kann nur empfehlen, da mal durchzugucken. Ich habe auf dem Spielplatz alle Mamis damit angesteckt und alle Kinder stehen drauf und manchmal werde ich auf dem Spielplatz begrüßt mit Ella, Erdbeeren. Und das ist ein gutes Zeichen, glaube ich. Ansonsten, wenn ihr das nachbackt, schickt mir gerne Fotos, Videos, was auch immer. Ich freue mich immer sehr auf euer Feedback zu den Kochvideos, weil ich überrascht bin, dass die Sachen euch dann auch so gut schmecken. Ansonsten passt auf euch auf. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dann. Bleibt gesund. Tschüss!